Arsch, Bruder! Hey! Ah, bin ich gern in Österreich, also sag ich eigentlich, gell? Ja. Jetzt habt ihr einen Präsident da wieder, gell? Ja. Alles im grünen Bereich. Ja. Hat ein bisschen lang gedauert. Wenn es noch ein bisschen länger gedauert hätte, nachher war es vielleicht draufgekommen, dass es ohne A geht. Ja, ja. Na, sag du Chef, und ich sag, wir seien da in Österreich. Du musst dein Holz bei den Bundesforsten kaufen, das ist ein Beamtenholz, das du garantiert nicht arbeiten, gell? Ja, na. Hat das Beamtenholz gekauft, gell? Aber ein anderes Problem ist aufgetreten. Das Beamtenholz ist vom ersten Tag an faul gewesen. Ja, ja. Liebe Damen, wisst ihr, warum wir Männer nicht zulassen? Ha? Weil ich sag's es eh noch einmal. Ja, und noch einmal. Ich bin auch froh, dass ich heute nicht mehr schuld gehen muss. Na, heute. Heute haben sie selbe Rucksack. Die kleinen Kinder haben selbe Rucksack. Machst du viel? So gehen sie, schau. So. So, so. Normal hast du noch ein Wuchskreuz hin, gell? Aber die Jungen, die Kinder nicht, die haben ein Handy mit, dann gehen sie so. Gell? So, da. Ja, haben Geld schon. Ich mir gerade jetzt heute, weil ich daheim weggefahren bin, Ultendal, Südtirol, bin ich beim Dorf reingefahren, gell, und da ist gerade Schuhe aus gewesen. So ein kleines Bierbel, so mit dem Rucksack. So. Dann habe ich gesagt, halt, steig in. Dann ich hingestiegen. Dann sind wir zu reden gekommen. Herbert hat er geheißen. Dann habe ich gesagt, und Herbert, wo gehst du in Schule? Dann sagt er, ja, da, in der Volksschule. Dann habe ich gesagt, ja, da bin ich auch Schule gegangen. Vor 40 Jahren. Dann schaut mir der Herbert an, dann sagt er, ah, du bist der. Dann habe ich gesagt, was? Ja Gott, heute hat der Lehrer zu mir gesagt, du Herbert, ihr habt sicher seit 40 Jahren nicht mehr so einen Depp da in der Schule gehabt. So, vielen Dank. Dankeschön. Ausbilder, vielen Dank.